Moin zusammen und herzlich willkommen. Ich möchte euch ein weiteres Mitglied der neuen Instinct-Familie vorstellen. Heute geht es, und das ist der komplette Name, um den Head Graphene XT Instinct Rev Pro. Die Rahmenbedingungen hier sind ziemlich interessant, würde ich sagen. Wir haben einen 100er Kopf, wir haben 255 Gramm nur unbeseitet. Der Rahmen ist ein 27-22-5-21er Rahmen. Das Ganze hat eine 3-45er Balance. Bei einem 16-19 Seitenbild bzw. 16-16 geht auch noch, kommen wir gleich zu. Und das Ding ist insgesamt ein klein bisschen kürzer als der normale Standard. Das Ding ist nur 68 cm lang. So, das waren ganz schön viele Daten. Zu der einen Sache kommen wir aber direkt mal noch. Hier ist auch Adaptive String Pattern verbaut und das ist der einzige Instinct, der das hat. Kurz gesagt bedeutet das einfach nur, es sind Ösenbänder noch mit dabei, die könnt ihr austauschen, Beine beseiten und ihr könnt den Schläger entweder auf 16-16 oder auf 16-19 beseiten. Ich muss gestehen, ich habe vorher aufs Datenblatt geguckt, bevor ich den Schläger in die Hand genommen habe und habe gedacht, 255 Gramm, bisschen kürzer, okay, Adaptive String Pattern ist dabei, macht wahrscheinlich Spaß, ist aber wahrscheinlich eher was für die Jugend oder so, aber weit gefehlt, weil das Ding ist, erstens, 255 Gramm habe ich selten so gehabt, ist trotzdem sehr stabil und ich betone eigentlich immer diese Stabilität dabei, ist hier aber auch so, der ist einfach quick lebendig und der ist unfassbar schnell zu manövrieren, unfassbar schnell zu handeln. Insgesamt finde ich die Idee mit diesem mit etwas weniger Länge, mit diesem halben Zentimeter, der dabei fehlt, gar nicht schlecht. Das kommt dieser ganzen Manövrierbarkeit noch mehr entgegen. Hier ist, wie der Name schon sagt, Graphene XT, also die zweite Generation Graphene verbaut, was nochmal mehr bedeutet, ein bisschen weniger Gewicht, nochmal hier im Herz, alles nach oben und nach unten verlegt, merkt man hier. Dazu eine 34 bzw. eine 34,5er Balance, also das kachelt trotz 255 Gramm richtig, richtig ordentlich. Ist im Endeffekt eine klare Empfehlung für alle Leute, die entweder zum Beispiel heranwachsend sind, vielleicht vom Körper her nicht ganz so groß sind oder ganz so kräftig sind. Vor allem aber für Leute, die ein schnelles Racket haben wollen, die aber auch ein Racket haben wollen, was sehr, sehr gut zu manövrieren ist. Ein Racket haben wollen, wo man selber was mitmacht, die gute Power haben wollen, die eine Kontrolle von einem 100er Kopf haben wollen. Und natürlich, wenn man Instinct-Fan ist, die Möglichkeit haben möchte, entweder 16-16 oder 16-19 haben zu wollen, dann ist man hier beim Rev Pro natürlich genau richtig. Man bekommt das typische Instinct-Spielgefühl, auch wenn hier zum Beispiel mit dem 16-16 ein bisschen mehr Spin anliegt oder angelegt werden kann. Im Gegensatz zu dem klassischen MP, der doch gerne mal ein bisschen die geraden Schläge bevorzugt. Insgesamt sehr einfach zu spielen. Ich fand ihn auch sehr komfortabel. Der Sweet Spot ist angenehm groß dabei, ist aber auch nicht zu klein, sprich Kontrolle ist trotzdem gut. Für ganz, ganz viele gut zu spielen. Und ich habe den mehrfach mit anderen Versionen gleichzeitig in der Hand gehabt und ich habe eigentlich fast immer bei geschlossenen Augen falsch gelegen, welcher jetzt der mit den 255 Gramm ist, also der hier. Das heißt für mich, das machte irgendwann Klick bei mir innerlich, 255 Gramm heißt nicht, das ist ein Schläger entweder für, sag ich mal, Senioren oder für Kinder oder sonst was, wenn man schon in diesen Kategorien denkt. Nein, der hier ist ein vollwertiger Schläger, das meine ich nicht böse, das meine ich, sondern eigentlich ein bisschen als Kompliment, weil das fällt überhaupt nicht auf und ich weiß nicht, wieso hier 255 Gramm versteckt sind, mehr oder weniger. Spielt sich richtig klasse, das Ding. Wie gesagt, für wen das was ist, habe ich gerade schon gesagt. Guckt euch die anderen Instinct-Modelle bei uns im Shop auf centercord.de auch an, da könnt ihr auch nochmal die Daten untereinander vergleichen. Ein Vergleich zu allen Modellen wird es aber auch noch geben. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war der neue Instinct Rev Pro.